Stefanie Gaumitz, im letzten Jahr noch Stefanie Pohl, jetzt unter dem anderen Namen Sportlerin des Jahres 2017 in Cottbus. Erstmal, freut sich das zum zweiten Mal? Ja, na klar, ich hätte es also nie gedacht, weil die anderen natürlich alle sehr viele Medaillen auch geholt haben. Und dass ich jetzt nochmal am Ende meiner Karriere hier oben stehen darf, ist natürlich schön. Und ich bedanke mich natürlich bei den Wählern. Du hast es gerade angesprochen, Karriereende, letztes Jahr sozusagen das Finale gewesen. Kannst du nochmal kurz das Jahr für dich beschreiben? Wie war es auch emotional für dich? Ja, sehr. Also ich habe ja schon überlegt, das letzte Jahr nicht mehr zu fahren, habe aber dann so gedacht, okay, ein Jahr kannst du noch mal fahren, um vielleicht auch wirklich den Abschluss zu finden, und konnte es sehr entspannt eigentlich angehen. Und als ich dann bei meinem letzten Rennen bei der Weltmeisterschaft in Norwegen über den Zielstrich gefahren bin, wusste ich also schon mal so einen Kilometer vorher, oh Gott, das war's jetzt. Jetzt kommt ein ganz anderer Teil für mich, und mir liefen die Tränen und ich war völlig überwältigt, als dann natürlich die Chaperons gekommen sind und meinten, ja, wir müssen nochmal mitkommen, Platz 3. Ich so, oh Gott, krass, und bin dann halt nochmal hoch und konnte diese ganzen Dinge, die halt waren, nochmal im Kopf zurückdenken, wiederholen, und gehe jetzt einen anderen Weg und bin froh, auch den Abschluss gefunden zu haben. Kann man ja sagen, die Ziellinie war wirklich auch die Ziellinie der Karriere dann, ne? Kurz noch, wie geht's denn jetzt weiter? Darf man da so einen kleinen Einblick geben? Bleibst du dem Sport treu? Ja, na klar, so wie meine Zeit halt ist, fahre ich mit den Kleinen mit. Das habe ich vor 2 Wochen das erste Mal gemacht. Mein Gott, ich war so kaputt danach. 2 Stunden, ansonsten fahre ich die immer so weg. Und diesmal war ich total im Arsch, sagt man dann, ne? Musste erstmal eine Stunde mich ins Bett legen. Nee, also ich werde schon versuchen, den Kleinen irgendwo die Erfahrungen, die ich habe, weiterzugeben. Und mal sehen, wohin es mich dann wirklich in den ganzen Jahren noch verschlägt. Wunderbar. Wir wünschen viel, viel Erfolg und alles Gute. Danke. Mach's gut.